Hallo, willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Scrivener Screencast-Reihe. Heute möchte ich mich mit dem Thema Exportoptionen für ein Dokument mit Zwischenüberschriften, Seitenzahlen und einer Kopfzeile beschäftigen. Das Thema habe ich auch schon im Scrivener 101 Screencast angeschnitten, aber da ich nicht denke, dass man für jede Frage immer gleich eine ganze Stunde ansehen möchte, habe ich mir überlegt, ja, Unteraufgaben mal in einzelne Screencasts auszulagern. Wer also noch keine Erfahrung mit Scrivener hat, dem empfehle ich sehr, den Scrivener 101 Screencast anzusehen, denn ja, hier werden sonst einige Fragen offen bleiben. Gut. Ich habe hier schon mal das Compile-Fenster offen, aber ich schließe es nochmal. Also man kommt in das Compile-Fenster über File Compile. Und um auch nochmal zu wiederholen, was der Compile überhaupt ist oder der Export. Ich habe ein Scrivener-Dokument oder ein Scrivener-Projekt besteht immer aus einzelnen Unterdokumenten und die muss ich dann hinterher zusammensetzen, damit das ja wie bei Word oder in PDF auch halt ein komplettes Dokument gibt, das alle Seiten enthält, die ich in diesem Dokument haben möchte und das auch die Formatierung aufweist, die ich möchte. Ja, und dem ich halt einfach noch ein paar Eigenschaften mitgeben kann. Der Sinn bei Scrivener ist ja, dass ich mich während des Schreibens nicht um die Formatierung eines Dokumentes kümmern muss. Deswegen ist der Export, also besser gesagt der Compile, umso wichtiger, weil währenddem dann eigentlich alles Wichtige passiert. So. Ich schreibe erstmal so mein Dokument runter und ich habe das hier. Wie gesagt, ist das schon ein vorbereitetes Dokument mit Unterdokumenten. Und ich möchte nochmal kurz erklären, was das für Unterdokumentenarten sind. Also hier im Binder links sehe ich mein komplettes Projekt. Und was uns hier interessiert, ist alles, das sich unterhalb von Essay befindet. Je nachdem, welche Vorlage ihr verwendet, heißt das hier Draft statt Essay oder, wie gesagt, je nach eurer Vorlage anders. Alles, was in Essay enthalten ist, möchte ich im Prinzip später im fertigen Dokument auch drinstehen haben. Und zwar auch in der Reihenfolge, wie ich das mir hier jetzt so sortiert habe. So. Und für die Aufgabe, die ich heute behandeln will, also wie gesagt, Export in ein Dokument mit Zwischenüberschriften, Seitenzahlen und Kopfzeile, brauchen wir von den Compile- bzw. Exportoptionen diese vier Reiter, nämlich Content, Separators, Formatting und Page Settings. Nur mit diesen vier beschäftigen wir uns jetzt, den Rest lasse ich links liegen. Gut. Also ich möchte jetzt das Dokument bzw. die einzelnen Unterdokumente zusammensetzen. Und alles, was im Binder-Ordner Essay enthalten ist, sehe ich jetzt nochmal hier unter dem Reiter Contents. Und hier zeigt mir Scrivener vier Spalten an, nämlich eine Spalte Include, eine Spalte Titel, eine Spalte Page Break Before und eine Spalte As Is. Bei Include, das ist hier eigentlich so mit die wichtigste Spalte auf dieser Ansicht, kann ich jetzt hier nochmal im letzten Schritt festlegen, möchte ich wirklich alle Unterdokumente, die ich hier angelegt habe, auch mit ausgeben. Wenn ich das nicht möchte, kann ich hier einfach den Haken entfernen. Das habe ich hier jetzt auch schon bei zwei Dokumenten gemacht.
Und Page Break Before, das sage ich einfach, also vor diesem Dokument möchte ich auf jeden Fall einen harten Seitenumbruch haben. Bei Word wäre das Steuerung Enter. As is ist für ganz besondere Dokumententeile, wo ich dann halt wirklich mal irgendwo eine spezielle Formatierung habe, die ich nicht im Compile der allgemeinen Dokumentenformatierung anpassen möchte. Wenn ich da so eine Seite in meinem Dokument drin habe, in meinem Fall ist es die Titelseite, dann klicke ich hier As is an. Das heißt, dann wird diese im Compile nicht links liegen gelassen, also sie wird schon mit ins Enddokument eingefügt an der entsprechenden Stelle, aber sie wird nicht durch die Compile-Formatierung verändert. So. Auf dem zweiten Reiter nehme ich die Einstellung für die Separators vor. Das heißt, ich lege fest, wie diese Einzeldokumente voneinander abgetrennt werden. Und zwar kann man es hier an den Icons ein bisschen erkennen, dass das nicht einfach immer nur, also dass das spezielle Einzeldokumente sind, die auch unterschiedlich behandelt werden innerhalb von Scrivener und vor allem auch während des Compile. Das heißt also hier beispielsweise Titel, da sehe ich das an dem Icon, das ist ein normales Unterdokument. Und dann habe ich hier, sehe ich wiederum an dem Icon, das ist ein Ordner-Unterdokument. Und das ist hier vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen auf dem Screencast. Aber also dieses Icon sieht aus wie zwei Seiten, die übereinander liegen. Und das ist halt ein normales Dokument mit Unterdokumenten. Also ein Dokumentenstapel, würde man sagen. So, und hier kann ich jetzt feststellen, beispielsweise, wie zwei solcher normalen Dokumenten voneinander abgetrennt sein sollen, wenn sie jetzt in ein normales Dokument also ein Ausgabedokument aneinander gehängt werden. Und zwar habe ich hier nur einen einzelnen Enter zwischen den beiden Dokumenten. Hier ist dann also keine Luft nachher. Zwischen zwei Ordnerdokumenten hätte ich allerdings jetzt hier eine Leerzeile. Da ist ein bisschen mehr Luft. Zwischen einem Ordnerdokument und einem normalen Dokument auch wieder eine Leerzeile. Und zwischen einem normalen Dokument, wie ich es hier bei Conclusion und Bibliography hätte, da habe ich dann wieder einen Seitenumbruch. So. Dann kommen wir aber zum wichtigsten Reiter hier während des Exportvorgangs oder des Compiles. Und zwar der Formatierungsreiter. Und hier sehe ich jetzt wieder diese Dokumentenarten, nämlich einmal das Ordnerdokument, der Dokumentenstapel und das einfache Dokument. Und hier sehe ich immer Level 1 plus. Das heißt, es gilt für Ordnerdokumente des ersten Levels und alle Level darunter. Ein Dokumentenstapel des ersten Levels und alle Level darunter und ein normales Dokument des ersten Levels und alle Level darunter. Hier kann man es ein bisschen sehen, dass ich anhand der Einrückung das im Binder dieses Dokument eben strukturiert wurde. Weil das jetzt ein relativ kurzes Dokument ist, gerade mal 2000 Wörter, ist hier natürlich die Strukturierung re relativ flach. Also ich habe hier der Titel ist auf der ersten Ebene, die beiden Ordner sind auch auf der ersten Ebene, alles andere befindet sich auf der zweiten Ebene. So. Und ich wähle dann beispielsweise hier jetzt mal das Ordnerdokument aus. Und hier habe ich wieder verschiedene Spalten, nämlich eben Typ, Titel, Metadata, Synopsis, Notes und Text. Und hier kann ich Scrivener sagen, welche Teile des Dokuments er denn im Ausgabevorgang
berücksichtigen soll. Und beispielsweise möchte ich hier jetzt von den Ordnerdokumenten immer nur den Titel haben, weil die haben jetzt bei mir ohnehin enthalten keinen Text, deswegen ist der Text auch weggeklickt und nur der Titel. Und hier bei den Dokumenten stapeln möchte ich den Titel mit ausgeben und auch den Text. Und bei den einfachen Dokumenten möchte ich nur den Text mit ausgeben. Ich gehe jetzt nochmal hier auf das Ordnerdokument. Wenn ich jetzt hier den Text mit anklicke, dann seht ihr hier unten im Preview-Fenster erscheint da auch der normale Text. Tue ich den wieder weg, ist es hier nur der Titel. So. Und ich kann jetzt die Formatierung beeinflussen dieses Dokumententyps, also der Ordnerdokumente, indem ich hier auf Modify klicke. So, dann wähle ich hier auch den Titel aus. Und dann suche ich mir erstmal meinen Font aus. Nehme Times New Roman, nehme Bold, nehme Schriftgröße 16, nicht 18. So, damit bin ich dann zufrieden. So, hier muss ich jetzt weiter erstmal nichts machen. Ich kann hier höchstens noch den Zeilenabstand etwas verringern. Aber eigentlich möchte ich einen dreifachen Zeilenabstand haben. Und jetzt gehe ich nochmal auf Section Layout. Das ist, hier kann ich festlegen, wie der Titel aussehen soll, nämlich ob der Uppercase sein soll oder nicht. Also Uppercase, Großbuchstaben, klar. Ich hätte ihn ganz gerne Uppercase, deswegen lasse ich das so. Dann gibt es noch einen Titelpräfix und einen Titelsuffix und hier kann ich auch Großbuchstaben oder nicht festlegen, aber das lasse ich mal auf Normal. Und hier kann ich eben diesen Präfix oder Suffix festlegen. Und ja, entweder könnte ich hier etwas direkt was reinschreiben, aber das ergibt wenig Sinn. Beispielsweise, wenn ich jetzt aber die Titel durchnummerieren möchte, kann ich einen der Scrivener Platzhalter-Variablen verwenden. Und dann sieht man es hier auch. Hier erscheint jetzt eine 1, also die Platzhaltervariable $n wird ersetzt mit einer Nummerierung. Hier könnte ich jetzt auch die Platzhaltervariable nochmal anpassen. Oder ich kann sie natürlich auch kursiv lassen, je nachdem. Aber ich möchte in meinem Dokument keine Platzhaltervariablen verwenden. Deswegen lasse ich die weg und ich gehe auch nochmal in einem anderen Screencast drauf ein, wie man hier den Titelpräfix verwendet. So. Okay, dann konfiguriere ich nochmal den Dokumentenstapel. Hier möchte ich, wie gesagt, sowohl den Titel als auch den Text des jeweiligen Unterdokuments übernehmen. Das heißt, ich gehe erstmal auch hier wieder auf den Titel, suche mir die gewünschte Schriftart aus, wie der Times New Roman. Diesmal hätte ich gerne 14, Schriftgröße 14 und auch mal wieder Bold. Doppelter Zeilenabstand ist gut. Dann gehe ich auf den Text. Und dann kann ich auch hier wieder die Schriftart raussuchen. Times New Roman ist richtig, normal ist richtig, Schriftgröße 12 ist auch richtig. Das ist alles so wunderbar. Allerdings hätte ich hier auch gerne den doppelten Zeilenabstand. Und deswegen ändere ich den entsprechend. So meine normalen Dokumente. Auch hier habe ich mal wieder die Schriftart, die eingestellt werden muss, wieder zu Times New Roman, normal, Schriftgröße 12, alles wunderbar. 1,5 Zeilenabstand möchte ich nicht, sondern auch im ganzen Dokument durchgängig der doppelte Zeilenabstand.
Und ich gehe auf OK. Jetzt habe ich hier überall meinen Titel angepasst. Hier könnte ich jetzt bei dem Dokumentenstapel den Titel natürlich auch nochmal Uppercase Großbuchstaben machen, möchte ich aber nicht. Ich möchte das lieber, dass das so bleibt. Gut, damit haben wir schon mal die grundlegende Formatierung des Dokuments fertig. Jetzt kommt nur noch, müssen wir nur noch die Seite generell einrichten. So, da wir ja im deutschen Sprachraum sind, nehmen wir A4. Porträt wird meistens auch richtig sein. Hier kann ich dann noch die Seitenränder und den Rand nach oben und nach unten festlegen. Ist bei mir jetzt ein bisschen größer als das für die meisten Dokumente oder Manuskripte im deutschen Sprachraum üblich wäre, weil das meine Uni so verlangt. So, und jetzt kann ich auch noch die Kopfzeile bzw. die Fußzeile definieren. Und zwar sage ich hier, ich möchte auf der Titelseite weder Kopfzeile noch Fußzeile haben. Das ist eigentlich üblich so. Auf der Titelseite ist nur der Titel und Kopf- und Fußzeile möchte ich aber auf allen anderen Seiten haben. Deswegen nicht auf der ersten Seite. Aber ich möchte auch, dass die Titelseite bei den Seitenzahlen mitgezählt wird. Deswegen habe ich hier beide Häkchen gesetzt. Dann lege ich hier fest, was in der Kopfzeile stehen wird. In diesem Fall ist es mein Name, mein aktuelles Studienmodul und das Datum, zu dem ich dieses Dokument eingereicht habe. Hier lege ich die Schriftart und die Schriftgröße für den Header fest. Und dann lege ich hier noch fest, was im Footer sein soll. Hier ist wieder eine dieser Placeholder-Variablen, und zwar Dollar $P. Das bedeutet, ich habe hier eine Seitenzahl im Footer. Auch hier den Footerfont kann ich nochmal festlegen, aber wie beim Header Times New Roman in der Größe C ist für meine Bedürfnisse vollkommen ausreichend. Ja, und dann ist eigentlich die Konfiguration des kompletten Dokumentes soweit fertig. Und dann kann ich erstmal im Preview schauen, ob das grundlegend, was ich haben möchte, stimmt. Also hier das ist die Titelseite, die ich nicht von da im Export verändern lasse. Dann hat er mir hier jetzt den Titel des ersten Ordnerdokuments eingefügt als Überschrift. Und hier hat er jetzt die ganzen kleinen Dokumente, also Introduction, Lüditz, Silesien, Beavers, Chartism, Conclusion, die hat er mir alle zu einem einzelnen Dokument aneinander gehängt. Und dass hier teilweise ein bisschen große Abstände sind, da habe ich dann nur noch die Zahlen im Dokument selbst, die muss ich dann noch rausmachen. So. Hier wiederum die Überschrift des zweiten Ordnerdokuments Bibliography und jeweils die Überschrift der Dokumentenstapel, nämlich einmal Primary Sources, einmal Secondary Sources, ist beides da. Und alles in Times New Roman, egal was für eine Textformatierung ich irgendwo in irgendeinem der Untertexte habe. So. Im Preview sieht man die Header und die Footerzeile jeweils nicht. Da gehe ich dann hin und exportiere das Ganze beispielsweise in ein PDF. So. Fall jetzt mal einen Test-PDF und er sagt mir, dass er fertig ist. Und dann rufe ich mir das PDF mal auf.
Mein Rechner ist gerade ein wenig langsam. So. Und dann sieht man hier das zusammengesetzte Dokument mit der Titelseite, die jetzt vielleicht nicht so hübsch ist. Und hier aber mit der Kopfzeile, wie ich sie im Compile-Dialog eingegeben habe, der Überschrift und eben auch den Seitenzahlen. Und hier habe ich dann auch zwischen Conclusion und Bibliography, wie angegeben, einen Seitenumbruch. Und alles hängt schön aneinander. Und das waren die Exportoptionen für ein Dokument mit Zwischenüberschriften, Seitenzahlen und Kopfzeile.